Hallo und herzlich willkommen zu unserem großen Let's Play zu The Surge. Hallo, willkommen beim The Surge Let's Play Folge 14 schon. Ich war mittlerweile beim Psychiater, habe meine Medikamente zur Einstellung bekommen und mein PR-Berater meinte, ich solle mich bei allen Leuten entschuldigen, die dieses Spiel lieben. Natürlich seid ihr keine, was immer ich da auch gesagt haben mag in der letzten Stunde im Überschwang meiner negativen Gefühle. Ich habe auch mittlerweile einen kleinen Tipp bekommen. Vielen Dank. In Sachen, man könne manche Türen auch kaputt schlagen und ich müsse vielleicht gar nicht über die Brücke hint. Und ja, jetzt habe ich glatt vergessen, Schnauze zu sagen. Danke, sage ich stattdessen. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch und habe nur noch positive Gefühle diesem Spiel gegenüber. Oh, schaut mal, wie schön der da jetzt zuschlägt. Leider war ich ein bisschen zu langsam und dadurch hat er mir Schaden gemacht. War aber meine Schuld. Aber schön, wie er jetzt auch noch umfällt. Schaut mal, es brennt das noch so. Oh, also echt schön. So. Mal sehen, wie viele Millisekunden ich das durchhalte. Aber ich habe nämlich schon eine Idee, wo ich hin muss und dass ich nicht über die Brücke muss. Also ich muss zwar wohl über die Brücke, aber nicht von vorne. Das ist schon wirklich ein wertvoller Hinweis. Und ich weiß, glaube ich, sogar zwei Stellen, wo ich nicht weiterkam, wo ich mich bei diesen Kabelschächten, wo ich... Ah, da liegt doch mein Dings. Ah ja, genau, auf dem Rückweg, das sind 5000 oder so. Wo ich quasi hoch bin und mich fragte, was soll das überhaupt? Wo ist denn der andere Bub? Ja, genau, 5000. Und ja, die werde ich jetzt versuchen zu finden. Ha, perfekt getimed. Und auch das hätte ich fast geschafft, wenn ich noch ein bisschen schneller gewesen wäre. Und die andere Sache ist, dass ich vielleicht doch die schnellere Waffe, also da kommen immer wieder Hinweise von euch, versuch's doch mal bitte, 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 level mal deine Butterflies hier hoch, wenn ich sie überhaupt finden würde. Moment. Ah, das sind sie ja schon hier. Ich bin blind manchmal. Also gerne, und wenn die hoch, und ich soll sie auch noch mal verbessern, und dann, ach, ich Idiot. Aber gegen Doofheit hilft auch das beste Butterfly-Messer nichts gegen fortgesetzte Doofheit. Aber zum Glück hatte ich vorher noch mein... Ja gut, aber jetzt beim Kämpfen ist es gerade gegen die. Ich habe halt einprogrammiert, ein Schlag wirft den zurück. Und selbst wenn er mich trifft, nimmt er mehr Schaden. Mit den Dingern gilt das halt nicht mehr. Jetzt lass mich doch mal gucken, was da das... weitere verbessern Kosten täten würde. Und es schrieb auch, aber das ist schon eine Weile her, jemand, ich solle doch vielleicht einfach meinen Vipro-Trennschneider noch verbessern. Der war mir nämlich gar nicht so unangenehm. Und der skaliert auch ganz gut, gilt als einhändig. Hui, auch nicht schlecht. Also die Dinger würden halt auf 25 sich das nächste Mal steigern, geben halt nicht so viel Energiegewinn pro Schlag. Vielleicht, dass ich doch mal den hier, und das könnte ich vor allem auch sofort. Und hier könnte ich aber auch bei nächster Gelegenheit. Aber die Waffenfertigkeitsskalierung ist hier sehr gering und hier ist sie mittel. Mittel. Es sieht für mich nach guten deutschen Durchschnitts aus. Das passt sehr gut. Ich glaube, ich mache mir mal die hier. So. Und was kostet denn das nächste Aufwerten? 2900. Und die Legierung dafür hätte ich auch schon. Und das Geld habe ich ja auch in Kürze. Das Geld habe ich sogar sofort, wenn ich möchte. Ich habe doch bestimmt, immer dasselbe Fehler. Ich habe doch bestimmt, ja, ewig und drei Tage, schaut euch das an.
Also da kann man nicht sagen, dass es einem das Spiel zu schwierig machen würde. Schaut euch das an. So, ich muss nur dran denken, dass ich mein Altmetall wieder aufsammle. Es sind mittlerweile 6.900 oder so. Also, dann werten wir die gleich nochmal auf. Und es macht ihr nämlich immerhin 39 Schaden. Gut, da kann ich noch gar nichts aufwerten. Und jetzt hole ich mir die auch noch. Wie war das nochmal? Wie konnte man das machen? Die Waffen. Wie konnte man die sich nochmal. Ah ja, hier. Genau, den mache ich mir jetzt zum Favoriten. Und die mache ich mir aber weg. Das verwirrt mich nur. Ich glaube, ich bin auch. Ach, die sind gar nicht mehr Favorit. Hä? I don't understand. Wakarimasen. Sumimasen. Ja, probieren wir es mal aus. Nee, genau das will ich hier nicht. Wenn ich durch drei durchschalten muss, also Leute, das kriege ich im Leben nicht hin. Wie kann man denn einen Favorit wieder abwählen? Gute Frage, oder? Täusche ich mich oder ist das nicht vorgesehen? Das kann jetzt nicht wahr sein, oder? Hä? Die kann ich an- und abwählen. Aber die nicht? Weil sie montiert sind? Oder was ist hier ist das Problem? Also, das Spiel erstaunt mich doch immer wieder. Also, wenn ich da durch drei Waffen wechseln muss, das wird schon wie ein Fiasko. Das kann nicht wahr sein. Jetzt. Ja, die gerade ausgestattete darf man nicht de. Markieren, aber jetzt. So, jetzt habe ich das, was ich wollte. Peng, 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 peng. Okay. Ich fühle mich gut gerüstet. Gucken wir mal, wie ich mit der kämpfe. Ja, die ist schon sehr viel schneller und macht aber trotzdem Schaden. Ich habe jetzt einen Schlag mehr gebraucht, als wenn ich es nicht so gut treffe mit dem Friedensimperator. Jetzt noch ein Schild dazu und wir sind in Dark Souls. Gut. Mal kurz gucken. Der andere ist nicht da. Das heißt, er läuft irgendwo da hinten rum. Aber wenn ich zu lange brauche. Ja. Altmetall. Würdet ihr mir 13.000 Altmetall anvertrauen, wenn ich gerade erst auf dem Hinmarsch bin? Also ich würde es nicht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich wäre das sehr misstrauisch. Oh, ich glaube fast, das ist für mich eine gute Kombi, diese Waffe. Also ich würde mir da nicht über den Weg trauen. Ehrlich gesagt, wenn es mein echtes eigenes schwäbisches Geld wäre, würde ich mir keine 13 Altmetall anvertrauen. Also wirklich nicht. Oh, da hinten zappelt schon der andere und ist ganz aufgeregt. Da gibt es auch andere Finisher-Moves, aber er schafft es dann doch nicht, hier rumzukommen. Ah, doch, jetzt. Ah, jetzt wollte ich aber noch rechtzeitig springen. Ist alles egal übrigens, weil ich habe ja vergessen, den Rest einzulagern. Ich konsolidiere das jetzt, beziehungsweise gebt mir noch ein, zwei Levelsteigerungen. So. Ach, der ist da hochgelaufen gewesen vorhin. Hat er mich gehört gehabt, oder? Weil der steht doch eigentlich da unten. Nee, der steht da. So. Nee, aber auch der Tipp mit der Waffe. Ich sollte manchmal auf die Werte-Community hören. Aber das mache ich doch eigentlich, oder? Ich habe halt nur nicht, wie soll ich sagen, die Fähigkeiten, es immer gleich umzusetzen. Hallo, danke, dass du mich begrüßt hast. So, jetzt gucken wir erstmal hier. Ne, erstmal gucke ich, ob ich noch was anderes steigern kann. Ich glaube, steigern ist gesund.
One upgrade a day keeps the doctor away. Das ist dieses Neue, was kann das eigentlich? Das ist so mittendrin zwischen beiden, ja. Brauche ich nicht. Das sieht viel blöder aus. So, dann aber was steigern wir denn? Den Torso hätte ich mal gern gesteigert. Nicht bauen, aufwerten. So. Und schon sieht schlechter aus, weil mir da noch einige Extragerüste fehlen. Also ich müsste jetzt da mal gezielt mehr auf den Körper gehen. Aber na, da fehlt mir so einiges. Ja, ich kann gerade nichts aufrüsten. Tja, kann man nichts machen. Die könnte ich aufrüsten. Aber niedrig, niedrig, da nehme ich dann doch lieber den Pax. Da ist auch ganz schlecht, ja. Na, dann bescheiden wir uns mal mit dem, was wir haben. Aber ich kann natürlich hier jetzt einige Level steigern. Soll ich das tun? Ja. Ihr wollt, dass ich das tue. Das war ja auch bei Dark Souls meine Taktik, dass ich so lange grinde, bis die Gegner Angst haben. Sei vorsichtig da draußen. Ja, danke, werde ich sein. Ihr seht, ich bin ein gewandelter Mensch. Ah, aber dieser Sprungangriff macht mit dieser Waffe viel mehr Spaß. Und wenn ich jetzt, glaube ich, ein bisschen geschickter gewesen wäre, hätte er auch keinen Gegentreffer gekriegt, also verursacht. So. Und jetzt konzentrieren wir uns. Und jetzt gilt's. Ach so, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Nicht auf die Brücke, aber ja, da über diese Rohre drüber. Ich weiß es. Vertraut mir. Das war jetzt schlecht, weil ich nicht traf. Aber meine Schläge haben ihn doch mehrmals unterbrochen. Das finde ich sehr schön. Und einhändig Level 3, da wird es ja auch noch besser. So, jetzt gucken wir, dass der Mistkerl hier kommt. Das habe ich versucht zu blocken, aber das ging nicht. Entschuldigung, jetzt war ich abgelenkt mit was ganz anderem, weil es hier wackelte auf dem Tisch. Oh. Ja. Das finde ich jetzt ein bisschen peinlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Liegt aber, glaube ich, daran, dass ich die Timings mit dieser Waffe noch nicht raus habe. Aber jetzt bleibe ich mal tapfer. Und lass mich dann jetzt nicht gleich wieder entmutigen, damit die ein bisschen hochgelevelt wird. Und es ist wirklich auch eine Erfahrungssache. Seht ihr, jetzt bin ich mal weggegangen. Ganz neue Erkenntnisse, die ich hier habe. Aber irgendwie Schaden kriege ich immer bei dem. So. Und wenn ich jetzt wieder versage, weil ich möchte auch euch echt nicht zu sehr langweilen mit den immer selben Fehlversuchen, dann gehe ich doch wieder auf den Pax zurück, weil das klappt ja sehr gut eigentlich. Jetzt klingelt's hier. Warum klingelt's hier? So, der ignoriert mich. Muss ich halt nur dran denken, falls jeder den Weg zurück wähle. Und jetzt dieses Mal dran denken, dass er halt auch immer woanders steht. Ah, Hilfe, er kommt! Und er kommt nochmal. Aber jetzt schlag ich gegen und mach dich fertig, du blöder Wick. Ich bin noch der Nette heute. Danke, dass du dein Leben gabst für meine weitere kämpferische Vervollkommnung. Wusste übrigens, dass The Search spielen verdummt? Also ich wusste es nicht, aber gerade läuft ein Feldversuch in Haarsalmdorf bei München. So. Was war Sonde Y? Die kann da durchschießen, schaut mal. Nee, es ist kein Clipping-Fehler, weil The Search ist wie jedes Dark Souls-Spiel natürlich von Haus aus gar nicht in der Lage, Fehler, das war so blöd von mir übrigens, Fehler zu haben, sondern vielmehr ist alles. Das war ja nochmal unglaublich blöd. Ich komme mit der Waffe neu zurecht. Ich habe eingespeichert den Pax Imperator. Ein letzter Versuch, bevor ich auf den zurückgehe, weil, nee, ich gehe jetzt auf den zurück. Das ist mir zu blöd. Es wird nichts. Wenn ich mal das Gefühl habe, ich brauche einen schnellen, dann nehme ich den wieder. Aber das geht ja gar nicht. Nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, das ist dann nie ein
ein faires Spiel, sondern immer ein Anwendungsfehler. Das muss man sich einfach prinzipiell merken. Und alles, was nicht ganz perfekt designt ist oder sogar richtig mies designt ist, wie zum Beispiel die Kamera in diesem Spiel, ist in Wahrheit natürlich absichtlich gemacht, um die Herausforderung zu erhöhen. Das habe ich jetzt verstanden und darum bin ich dem Spiel und auch erst gar nicht den genialen Programmierern in irgendeiner Art und Weise böse. So, genau, auch mal ausweichen. Aber vielleicht selbst dann doch auch mal treffen. Ja, ich... Ja. Ich kriege halt auch meinen Vorsatz einfach nicht umgesetzt, dass ich mal 4-5 Folgen in Folge mache. Das würde, glaube ich, manchmal doch sehr helfen. Naja. Und ich finde es auch blöd, mich da einzuspielen. Ich habe eh schon den ein oder anderen Fehlversuch jetzt leider gehabt. Habe ich euch dann auch immer gesagt. Und nee, das muss auch so gehen. Da liegt mein Altmetall. Gegen den bin ich... Also zu sterben ist schon echt eine Kunst. Ah, seht ihr, der darf... Ich kann zwar nicht anvisieren, warum eigentlich nicht jetzt? Der darf nicht durch die Kiste schießen. Nur meine Drohne darf das. So, komm her. Naja, nicht perfekt, aber... Geht auch schlimmer. So. Nee, der Pax, der liegt mir schon besser. So, und jetzt sind wir tatsächlich dann irgendwann mal nach auch schon wieder, weiß ich, 20 Minuten da, wo ich jetzt eigentlich auch mal hin wollte. Aber ich glaube, zur Bereinigung der taktischen Situation muss ich hier doch erstmal aufräumen, ohne durch den Schacht zu fallen. Jetzt kommt nämlich der andere hier hoch und dann habe ich, soll ich mal auf dem Rückweg sein, hier gute Karten. Hey, wie ging das denn? Und nochmal. Das ist vielleicht auch nicht so schlau, an mir vorbeizuwollen an so einer engen Stelle. So, jetzt habe ich... falsches Ding schon wieder verschwendet. Ich unaufmerksamer Spieler. So. Jetzt kommt der hier und da hinten, da wusste ich doch, das muss irgendwie an den Anfang zurückgehen. Und da ist eine dieser Türen. Aber es gab auch nochmal so ein Dings. Da weiß ich gerade nur nicht, wo genau. Aber vielleicht ja da oben, wo es nicht weiterging. Lebt er noch? Schwächling. Ha! Seht ihr, das ist der Friede des Imperators. So. Nicht runterfallen, Jörg. So, jetzt ging es hier nicht weiter. Aber, also ich hoffe, ich blamiere mich jetzt nicht. Ja! Wie soll man denn darauf kommen? Wer macht hier Krach? Wo bin ich hier? Ich habe ja vermutet, dass das eine Abkürzung zurück zum Anfang ist. Ja, ja, da war ich doch schon. Hinten steht einer. Ich glaube, letzte Folge erst oder vorletzte. Ja, ja, schaut, wo ich bin. Da. Da, wo ich instinktiv eh mal hinlaufen möchte, wenn ich rauskomme. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ja, Madam, aber ich war verhindert. Ich habe aber eine Entschuldigung meines Erziehungsberechtigten dabei. Okay, aber das bringt mich jetzt natürlich noch nicht in Sachen Brücke weiter. Aber es gab ja noch mal so einen Verhau. Da hinten steht, wie gesagt, einer, aber da war ich schon. Den brauche ich nicht noch mal. Oder ist das auch noch mal so eine Kürin? Nö. Jetzt steige ich natürlich überall gegen. Okay, also das wäre gelöst, aber dann gehen wir doch... Ah, das sind die tödlichsten Stellen hier, wenn man weiterläuft. Das hat mir jetzt noch nicht so weitergebracht.
Dann war ich da oben ja auch schon, aber es gab ja da hinten nochmal, gab es nochmal so einen Gang. Und ich habe zwar jetzt nicht wirklich die Erinnerung dran, aber ich vermute mal stark, dass da auch nochmal eine Stelle ist. Dann gucken wir mal, ob wir da nicht weiterkommen. Aber erst nochmal hier einen Abstecher. Gab es da vielleicht noch so eine Tür? Nein. Und das sind halt die Dinge, da muss ich irgendwo die Energie erst freischalten, aktivieren, überbrücken, was auch immer. Nee. Nur wenn ich es nicht finde, liebe zuschauende Community, oder wenn ich auch vielleicht versage, werdet auch bitte nicht zu konkret mit euren Tipps, weil dann kann ich ein Walkthrough lesen, gleich mit Boss-Besiegungsdings. Und das möchte ich echt nicht. Also ich möchte es auch ehrlich gesagt nicht 5 Folgen an derselben Stelle hängen, aber ich möchte es auch nicht. Sondern ein Lebensgefühl. Das Hier ging bist doch du nicht sogar einfach da. irgendwie. Du Oben bist ging es jemand. doch. Ja, Jemand ich kann mich Wichtiges. entweder jetzt Bei Trivium durchkämpfen, geht es um dann kommt da euer diese Wohlergehen. 3 und Zwischen da, wo ich da Körper mal und Geist. runtergefallen und tot Trivium ist war, mehr als nur ein und Job. da kam ich hier Hier wieder sind raus. deine Also müsste ich Familie. doch einfach an Hier sind diesem gedacht. Bub hier. Ah, in die andere Richtung. Ich dachte, ich müsste nach rechts. Ja, komm. Yay. So. Da hochfahren. Und warum man hier jetzt nicht sich hinstellen kann und runterfeuern. Das wäre doch so ein einfaches Motivationsmittel für die erzürnten schwäbischen The Search-Spieler gewesen. Das verstehe ich nicht. So, genau diesen Gang meine ich. Das muss ich ja. Ja, ist das nicht auch. Ist das ein Loch? Gott, ist das dunkel? Ja. Haha! Seht ihr? Ich glaube, da wäre ich allein nie drauf gekommen. Bin ich denn hier gelandet? Hier könnte ich runterspringen, wenn ich lebensmüde bin. Hoffentlich geht es da auch wirklich weiter. Ah, da könnten auf die Rohre. Erstmal dem Weg folgen. Da geht's. Ach, da hätte ich auch sofort hin können, oder? Ach, das ist gar nicht. Ich dachte, das sei ein Schalter. Ja, dann über die Rohre, oder? Oder kommt man da hoch? Glaube ich eher nicht. Nee. Ah, Vorsicht. Okay, wage ich es, da runter zu springen? Ich glaube, ich gehe mal hier. Und jetzt ohne Sicht. Ah, und das ist die Brücke. Das ist. Nee, oder? Doch, das ist die Brücke. Das ist die. Ah, ich habe damit jetzt die. Oder? Damit habe ich jetzt die. Ja, das ist die Stelle. Also, von da hinten quasi, da habe ich letzte Folge den immer wieder gelockt, dann ist er angekommen, wieder zurück, da bin ich von da gekommen und jetzt habe ich die quasi überquert, die Brücke. Und da geht es wahrscheinlich in deren Rücken. Will ich das? Eigentlich nicht. Aber mal gucken, wo ich hinkomme. Ah, das ist doch. Das ist. Nee, da springe ich jetzt nicht runter, Leute. Obwohl. Wenn ich da jetzt runterspringe, komme ich wahrscheinlich nicht mehr hoch, oder? Wahrscheinlich sterbe ich, weil es zu hoch ist. Gibt es Alternativen? Nee, es gibt keine Alternativen. Hä? Doch, es gab doch oben was anderes noch. Ich sollte mal auf die hier. Da bin ich. Wo bin ich denn runtergekommen? Da? Nee, da komme ich nicht hoch. Wie bin ich denn hier hingekommen? War ich hier schon? Anscheinend nicht. Ein kleiner Schrotthaufen. Soll das ein Witz sein? Wie bin ich hierher gekommen? Leute, so helft mir doch. Ich bin so desorientiert. Hier war ich noch nicht, oder? Ich weiß, es ist schlimm. Es ist nicht gespielt. Das kann man gar nicht spielen. Manchmal habe ich auch so Lichtblicke. Nee, ich muss jetzt hier runter. Ich glaube zumindest, das zu müssen. Schön wäre es, ich könnte ihn anwählen. Es war wieder so ein typischer. Hui, du könntest aber weit springen. Ich aber auch, schau. Boah,
Boah, den habe ich noch nicht gesehen, finde ich schon. Naja, vielleicht doch. So, was haben wir denn hier? Wieder ein kleiner Schrotthaufen und Zeug oder Wolfram. Wie komme ich denn da wieder raus? Bin ich in der Sackgasse? Ne, hier ist was, hier ist was, hier ist was. Hier! Das ist jetzt wahrscheinlich die Tür von hinten. Ach du Heilige. ja. Gibt es Alternativen, diesen Raum wieder zu verlassen? Das ist zwar schön. Warte mal, hier kann ich wahrscheinlich springen, oder? Nee. Leute, tut mir das nicht an. Hä? Da müsste doch irgendwas zum Einsammeln geben. Und zum Craften. Ich könnte mir doch bestimmt hier eine Waffe bauen. Wenn es ein nettes Spiel wäre. Eine Fernwaffe, wo ich den in den Rücken schießen kann. Okay. Ah, nee, ist eine andere Stelle. Oh. Jetzt bin ich woanders. Jetzt könnte man langsam wieder so ein Sicherheitsbereich kommen, finde ich. Ah, da steht einer. Aber nur einer oder noch mehrere? Na, sagen wir mal dem Hallo. Oh, das war ein neuer. Was habe ich denn da gemacht gerade? Das war ja interessant. Ich habe mich aufgestützt und ihm einen Fußtritt verpasst. Ah, und da kann ich was auslösen. Nee, es ist nur ein Nachrichtenfach. Ja, erst lässt Ferguson uns sitzen und dann sind wir wieder beste Kumpels und sollen zur Party. Der kann sich ficken. Hör dir den Scheiß an. Hey Leute, wie ihr wisst, ist nächste Woche mein Geburtstag. Was glaubt ihr, wer er ist nach all dem, was er abgezogen hat? Es gibt massig Kuchen, also bringt jede Menge Hunger zum Pausenraum 12. Hoffe, der stickt dran. Erst die Drohnen, dann John und jetzt unser Lohn. Der Wichser hat eine Schraube locker, wenn er glaubt, das ist vergeben und vergessen. Und irgendwann schnapp ich mir meine Werkzeugkiste und zieh sie ihm fest, das sage ich dir. Das kenne ich noch nicht. Wie zieht man denn jemanden eine Werkzeugkiste fest? Das ist bestimmt kein schöner Vorgang, aber ich kann ihn mir bildlich nicht vorstellen. Ah, jetzt, das ist das große Tor. Wollen wir wetten? Wollen wir es aufmachen? Da ist noch ein großes Tor und da ist so ein komischer, blöder. Machen wir mal das auf. Heute bin ich... Ah! Nein, 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 das war eine ganz schlechte Idee, so bei näherer Betrachtung. Hätte ich das nicht tun sollen. Aber du hättest mir vielleicht auch nicht folgen sollen und dich dann umdrehen und weglaufen. Das ist sehr wenig respektvoll. Und dumm. Und ich sollte mal dran denken, auf die Körperteile zu gehen. Also auf den Körper, auf den Torso. Es war natürlich wirklich ein typischer Langer, in dem Moment die Tür aufzumachen, als der von mir noch gar nicht bemerkte andere anmarschierte. Der hat aber auch die Lust verloren. Ah, da ist er! Entschuldigung, wenn ich dich nicht sehe, kann ich auch nicht auf dich reagieren. Wo hast du dich denn versteckt? Oder bin ich komplett blind? Ich glaube, ich bin komplett blind. Dafür spiele ich eigentlich ganz gut, oder? So. Ja. Also das war nicht die Tür. Gibt's hier noch was? Das sind so Maschinenraum. Ach, da bin ich ja. Ich bin mal wieder verwirrt. Da kam ich her. So, jetzt, wie ging's weiter? Ich habe die Orientierung verloren. Ist ja nichts Neues, da ist der Roboter. Und dann hatte ich... Gott, ich... fühle mich ja gerade an meine Ferienjobs im Atomkraftwerk erinnert vor vielen Jahren. Da war ich auch im Maschinenhaus unterwegs und so. Und habe Störfälle verursacht. Kein Witz. Naja, da läuft man durch irgendwelche Schranken, wenn man... Ich war Putzer, bei einer Putzfirma angestellt. Sina hieß die Firma, glaube ich. Und habe mich halt nicht so mit den Sicherheitsprotokollen beschäftigt. Und dann kommt halt, wenn du da so putzt, durch die Schleusen und her gehst, lustig. Sie hier bei Station. Identifizieren Sie sich. Ja, ich war, glaube ich, noch nicht strafmündig zu der Zeit.
Alles kein Problem. So, warum ist diese Tür nicht offen? Keine Ahnung. Aber das ist doch jetzt die Brücke von hinten, oder? Ja, das ist die Brücke von hinten. Und ich glaube, von hinten ist die besser. Ah, und einen habe ich ja schon zu mir gelockt, oder? Und jetzt gucken die nicht nach mir. Ja, ja, als ich aufgemacht habe, kam der raus. Glaube ich, keine Ahnung. Jedenfalls sehe ich da keine drei Leute. Seht ihr da noch einen dritten? Also den Schmiederoboter, klar. Ah, jetzt hat der mich gesehen. Schade, ich wollte ihn eigentlich von hinten angreifen. Also die habe ich langsam hier doch im Griff, ohne dass ich mir Sorgen machen muss. Wenn man Platz hat, sonst sind sie etwas unangenehm. Noch geiler wäre natürlich, das sind auch solche, die nicht wiederkommen, wenn man sie mal besiegt hat. Achso, ich wollte auf dem Torso, genau. Nein, 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 bleib hier. Kannst eh in die Richtung schießen. Völlig unsinnig. So, jetzt schafft es wahrscheinlich meine Drohne, den Schmiededings da zu erwischen. Jetzt soll ich mal wieder wegspringen. Hatte ich aber keine Energie mehr. Ich weiß, ich könnte die Drohne gerade für schlimme Sachen einsetzen, aber das kostet mich viel zu viel Überlegung. Jetzt einen Finisher machen, sonst kriege ich nämlich nichts. So. Ja, genau, was ich wollte. Aber auch hier wieder. Lass mich doch jetzt das Ding abschießen. Gott, ich habe echt Respekt vor den Viechern. Das schnell holen, was immer es ist. Oh, ein Voltaik-Dynamo. Endlich mal wieder neues Implantat. Aber eigentlich, was mache ich hier denn im Recycling? Ich sollte doch eigentlich... soll ich doch irgendwie zur U-Bahn-Station kommen oder Metro oder wie immer es genannt hat. Und irgendwie sehe ich mich dann noch nicht auf dem richtigen Weg. Oh, jetzt weiß ich, was da... Ich glaube, das war auch der Aladdin meinte. Ist doch der Anfangsgegner mal zwei hier unten. Da muss ich bestimmt dran. Ja klar, da geht eine Treppe, oder? Hm. Ich könnte einfach hier die Schräge runterlaufen. Interessant, interessant. Da muss ich wohl irgendwann auch mal hin. Vielleicht auch jetzt gleich. Aber, also ich sehe gerade, mir macht es wirklich wieder Lust, weil es nicht immer dieselbe Kacke ist, wo ich hänge. Also, oh. Das üben wir nochmal. Hm. So. Weil ich bin ein neugieriger Mensch. Ich explore gerne. Ich bin nicht so der hirnlose Optimierer. Ich sag nicht, dass ich nicht hirnlos agieren würde, aber ich habe halt keinen Spaß, immer und immer dasselbe zu machen. Halt, wer schießt hier? Ich sag nicht, dass es einer... Ach, eine Drohne haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Eine erstaunlich gefährliche Drohne, wenn man sie nicht bemerkt und ernst nimmt. So, war ich jetzt nicht hier schon? Jetzt habe ich mal wieder... Nee, das muss das Neue sein. Ich warte immer noch bei den Fernzügen. Ja, Fernzüge. Ich will versuchen, mich zu den alten Biolaboren durchzuschlagen. Ja. Ich hoffe, da ist es sicherer. Das würde ich mal Aber ich gehe nicht ohne euch. Das würde ich jetzt mal nicht denken. Ich kann die Tür öffnen. Ein finsteres Loch. Aber sobald ihr da durch seid, wird es besser. Waren das nicht die Leute, die ich da von der anderen Seite gesehen habe, die das bewachen? Wahrscheinlich nicht. Er sieht mich, das ist schon mal gut. Na, da, ah! Zwei, das zwei ist blöd. Also Leute, entweder ich packe jetzt einen von euch oder ich bin an einer ganz dummen Stelle gestorben mit 3992. Und die Auflösung der heutigen Quizfrage ist, ich bin an einer ganz blöden Stelle gestorben mit meinen 3992 Altmetall. Naja, aber ich habe einiges entdeckt, da kann man doch drauf aufbauen. Und ich kann mal schauen, ob ich schon ein bisschen was habe für ein Torso-Upgrade. Ich meine, ich habe es jetzt einmal gemacht. Ja, immerhin 6, also noch 1, 2 Torso-Kills.
Und ich kann den vielleicht sogar upgraden. Auf deine Kollegen. Ja, danke, mache ich. Auf dich. Ja, das tun sie. Mit dem Schwert in der Hand. So, wo kam ich jetzt hier hin? Die Abkürzung bringt gar nicht so viel, oder? Doch, weil ich da nur einen Typen... Nee, die bringt schon was. Welche Abkürzung nochmal? Diese Abkürzung. Weil ich dann ja nur diesen einen Typen habe. Da geht's rein. Genau. Nein! Und das habe ich jetzt überlebt. Warum habe ich das jetzt überlebt? Naja. Genau, da wollte ich hin. Das finde ich immer lustig, wenn er seinen Trippelschritt macht und einen nicht erreicht. Ja, das ist, also das ist eine deutliche Abkürzung für da, wo ich hin will. Und dann lasse ich die auch mal hier stehen. Ich glaube, die sehen mich nicht. Frag mich nur nicht, wie ich jetzt zurück zu meinem Dings komme. Zu meinem Geld. Das war's, genau. Jetzt bin ich da drauf, weil es da nicht weiter ging. Aber ich bin auch nicht, das wäre vielleicht auch noch ein Weg hier. Okay, die stehen wieder an ihrer Stelle, die sind also leider noch da. Ja. Ach, ich bin nicht hochgegangen, gell? Oder ich bin dann einmal hoch und hab das eingesammelt. Genau, das war's dann auch schon. Okay. Die Türen bleiben ja auf. War da ein Gegner? Ein Gegner war da, ja. Genau, er hier. Und Torso, Körper. Ja, da komme ich jetzt gar nicht zum... Kam ich jetzt gar nicht zum Finishen. Okay. Ja, in einem Atomkraftwerk, da kriegt man echt Sachen mit. Zum Beispiel, die Dinger werden ja gekühlt. Darum liegen die immer in Flüssen. Und das Kühlwasser muss ja irgendwo auch durch. Da gibt es das Äquivalent von Filtern, nur sind das riesengroße turbinenartige Teile, in die man reinklettert zum Säubern. Und dann muss man mit so Druckpistolen Muscheln rausschießen aus den Rohren oder einfach zerblastern. Wenn die aber nicht durchgehen. Oh, ich, ja, okay, ich töte zu wenig Gegner, um ein Altmetall realistisch wiederbekommen zu können. Naja, also man sollte sowas im Sommer machen, wenn man dann draußen sich wenigstens ein bisschen wieder trocknen kann in einer Pause oder so. Mehr sage ich dazu nicht. Vor allem lustig, wenn man dann mit 60 Jahre alten anderen Hilfsarbeitern zusammen ist, die es gar nicht lustig finden, wenn sie wegen dem 14-jährigen Intellektuellen, den man ihnen da hingesetzt hat, pitschnass werden. Ah, das ist der dann kommt. Ja, ja. Komm, dich mache ich schnell fertig. Einfach, weil ich es kann. Na, da war ich zu langsam. Aber ich habe keine Lust, gegen dich drauf zu gehen, du kleiner Gegner, du. So. Ja, dann machen wir das nochmal. Wo ging es hier weiter und warum? Wo? Ich hab von dir vergessen, wo ich gerade gestorben bin und warum. Ah, da ging es auch noch weiter. Das sieht echt gut aus, oder? Ach, dich hatte ich schon mal nicht gesehen. Oh, jetzt habe ich euch beide. Beide ist zu viel. Beide ist zu viel. Bitte immer nur einer gleichzeitig. Ach, der kommt, der kommt. Seit wann kommen denn die? Und wie weit kommt der? Und wo bin... Ah, das ist jetzt sehr unangenehm. Ich bin nicht gewöhnt, dass die mir über zwei Räume folgen. Entschuldigung. Hm.
Im Optionsmenü kannst du das statische Anvisieren von Körperteilen deaktivieren, um im Kampf flexibel agieren zu können. Ach, man muss gar nicht aufschalten, es reicht das wirkliche Treffen? Klingt nicht so, als würde ich das hinkriegen. Sei vorsichtig da draußen. Werde ich sein, Mama. Bing. Jetzt mache ich ja doch wieder diesen Weg, wollen wir doch gar nicht. Solltest du nicht an deinem Arbeitsplatz sein? Ja, Mama. Sorry. Ich glaube, ich bin noch nie mit null Altmetall gestorben, oder? Das war schon eine besondere Leistung gerade. So. Wie lächerlich. So. Ich könnte natürlich auch mal versuchen, einfach über die Brücke rüber zu rennen, aber ich habe das Gefühl, dass ich nicht an diesen, ich habe es ja einmal schon ein bisschen probiert, dass ich nicht an diesen, Fernkämpfern vorbeikommen würde. So. Aber jetzt geht's weiter. Konzentration. Oder wie die guten Italiener sagen würden, Konzentrazione. So, das war das. Genau, da kann ich auch einfach gleich hier rüber, was mir ungefähr einen Meter spart. Für derart nahe an der Perfektion operierende Let's Player wie mich, jetzt gehen wir doch mal da drauf, ist das schon entscheidend. Okay, ich habe das Gefühl, da bin ich jetzt in einer Sackgasse gelandet, unangenehmerweise. Wie komme ich denn jetzt wieder weg? Das dürfte aber auch nicht sein. Springen wir mal. Mit Springen geht's teilweise. Das glaube ich jetzt nicht, oder? Das glaube ich jetzt nicht. Ich kann mich nur in den Tod stürzen. Ist das euer Ernst? Also das dürfte auch nicht sein, finde ich. Mache ich irgendwas falsch? Warte mal, vielleicht, wenn ich lande, dass ich dann... Gibt es irgendwie... Das ist ja wohl nicht wahr. Ja, das muss ich jetzt machen, oder? Sonst bleibe ich da auf ewig fest. Naja, Deck 13. Ich glaube, ich sollte... so ein Let's Play mal machen, während die Leute noch am Entwickeln sind. Das würde manche Augen öffnen. Klar, für die Abgründe der Planlosigkeit, aber auch, glaube ich, tatsächlich für viele echte Level- und sonstige Designschwächen. Das habe ich mit Mick Schnelle gemeinsam. Wir finden solche Sachen. Mick ist da ganz groß. Ich bin da nur der Schüler. Er ist der Meister. Das war jetzt... Also allgemein nicht ganz perfekt. Aber dass ich ihn danach nochmal nicht treffe. Naja, aber jetzt laufe ich in ihn rein. Das Blocken ging nochmal wie? Das sollte ich vielleicht auch mal probieren gegen solche Schwachwaffen, aber aufgeregt zuschlagenden Gegner. Anyway. Bing, bing. Jetzt haben wir den Weg. Also die Stelle ist ja wohl wirklich beknackt, oder? Also schreibt, und jetzt käme ich noch nicht mal mein Altmetall dran, wenn ich es denn wollte. Also sowas Dummes. Echt nicht zu fassen, vielleicht komme ich von da dran. Ja, wenigstens das. 180, ich bin reich. Ja. Also Sackgassen sind ja was ganz Übles, also echte Sackgassen. So,
Jetzt versuche ich mich mal hier an die diversen Gegner zu erinnern. Oder ich ärgere ihn mal. Bing. So, wieder ein Brustmodul. Und die werden dann automatisch umgewandelt in nützliche Sachen. So, ich glaube, da war ich auch noch nicht. Aber hier kam irgendwo... Oh, was ist das denn? Auch Gegner hier. Da war ich noch nicht. Ich bin noch... Nö, doch, das war sogar sinnvoll. Ich wollte nicht B drücken. Aber es war sinnvoll. Und das ist wieder die Stelle. Ach, wenn da erstmal auf ist, patrouilliert er oder was? Gut, aber eigentlich muss ich an die Stelle gar nicht hin. Wie war ich? Wo war ich? Wo musste ich nochmal hin? Wo ist dann da? Das war doch hier, genau. Aber hier kam irgendwo einer raus, genau. Kannst nicht warten, bis ich soweit bin? So, jetzt gehe ich gerade allerdings Risiko. Okay, aber jetzt kann ich ja schlagen. Jawohl. So, jetzt müsste es aber eigentlich reichen zum Upgraden meines Torsos. Das ist auch der erste Upgrade noch. So, das war doch jetzt gar nicht schlecht. Und jetzt ist hier, glaube ich, nichts mehr, außer dieser Schmiederoboter hier ums Eck. Da hinten war der, glaube ich. Zu dem natürlich tunlichst nicht. Oh, hier ist noch was. Genau. Ach, den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber gut, wenn er kommt, statt zu schießen. Beeindruckend, wie du hier ins Leere schlägst. Und wir haben einen beeindruckenden Crash. Crashes sind nie gut. Ich glaube aber auch, das war jetzt ein Zeichen, dass ich aufhören soll. Und jetzt bete ich nur, dass alles gespeichert wurde. Aber ich bin ganz guter Dinge. Insoweit sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.